Gerne like, das sei gut. Servus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonnenluke. Ich bin der Luke und heute sind wir mit unserem Metallsuchgerät in diesem Wald im Hintergrund unterwegs. Wir haben erst frisch die Genehmigung bekommen. Warum gehen wir in diesen Wald? Der Bauer hat uns erzählt, dass dessen Vater ihm erzählt hat, und so könnte ich jetzt ewig weitermachen, dass in diesem Wald die Wehrmacht von den Amis geflohen ist und das eben nicht auffällt, dass die von der Wehrmacht waren, haben die einen ganzen Hab und Gut, was die am Körper trugen, sprich Orden, Abzeichen, Klamotten, Waffen etc. Hoffentlich nichts Scharfes, hoffentlich nichts Gefährliches in diesen Wald hineingeworfen. Und der hat auch schon was gefunden gehabt, wie er einen Baum rausgerissen hat, eine MG oder so. Die hat er dann auch der Polizei gemeldet. Genau, und aufgrund dessen sind wir jetzt hier unterwegs und schauen wir mal, ob wir noch was finden werden. Ich bin schon mega gespannt und wir sehen uns gleich beim ersten Fund. So Leute, das erste Signal. Kommt gut rein, ist aber relativ tief, glaube ich. Ja, ist halt wirklich tief. Liegt so bei 15 cm ungefähr. Jetzt schauen wir mal, ob wir überhaupt reinkommen. So, und ich hole euch gleich dazu, wenn wir es haben. So, erster Fund. Okay, passt das? Okay, keine Ahnung, was das sein soll. Ein Stückchen Eisen, schade. So Leute, das nächste Signal, mitten in so einem riesigen Krater drin. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ein riesen Krater, das sind überall so Krater. Kommt hier mit 70 einer. Solange es jetzt nichts Schlimmes ist, ist alles gut. So. Gott hat es mir jetzt gerade gerissen, weil ich gemeint habe, das ist ein Tier. So. Ausschlagen tut's. So, draußen haben wir's auch. Eine Abziehlasche. Ja, gut. Schade, schade, ich hätte jetzt gemeint, irgendwas Geiles, aber es ist nur eine Abziehlasche. Nehmen wir mit. So, jetzt gleich neben der Abziehlasche das nächste Signal. So, schauen wir mal. Okay, liegt auch wieder relativ tief. Hoppa. Gut, gut. Opa. Jawohl. Ach Gott. So, nächster Fund. Ah ja. Ein Bestandteil einer Schrot. Ja. Munition. So Leute, das nächste Signal. Da kommt einer. Ah, ich hab's schon. Echt? Okay, wir haben sie draußen. Ah, es ist das Teil. Okay. Ja, das war's. Ja. Ein aufgeschlagenes Geschoss sollte wahrscheinlich was anderes treffen, wie vermutlich den Baum. Jo, nächstes Signal, ein aufgeschlagenes Geschoss. Jedes Mal meine ich, es ist irgendein Signal und was ist? So ein riesiger Eisenbolzen, irgendwie im Boden verankert. Oh Mann, naja, das hat mich gerade richtig gefreut über ein schönes Signal und dann wieder so ein Riesenteil. Naja, machen wir weiter. So Leute, jetzt nächstes Signal. Kommt mit 85 einer.
gescheit Oberfläche zu liegen. Vielleicht braucht man gar nicht ein Suchgerät. Ja, hier haben wir schon. Hier scheint es bestimmt irgendein Müll wieder. Oder? Ja, da ist. Das ist ja der Fund. Nächster Fund, nicht einmal Müll. Eine Patrone. Zumindest eine Hülse. Nächster Fund, wieder Munition. Jo, machen wir weiter. So Leute, das nächste Signal. Kommt mit 83 bis 85 Gainer. Scheint auch wieder etwas tiefer zu liegen. Schauen wir mal. So. Immer ein bisschen großzügig außenrum ausstechen, nicht dass das irgendwas Gefährliches ist. Oder man den Fund beschädigt. Ich bin in letzter Zeit sehr vorsichtig, was ich sage. Weil zum Thema gefährlich sein habe ich momentan ein Händchen für. Aber bislang schaut es eigentlich recht gut aus. Ja, haben wir schon. Ah ja. Nächster Fund. Es ist zwar wieder Munition, aber die ist zeitlich etwas früher zuzuordnen. Kategorie Anfang des 19. Jahrhunderts, sprich 1800-1810. Hierbei handelt es sich um eine Musketenkugel. Warum weiß ich das? Die Dinger habe ich schon so oft gefunden. Ist der Wahnsinn. Nächster Fund. Eine Musketenkugel. So Leute, ich zeige euch nur kurz, was ich gefunden habe, dann gehe ich gleich wieder weg. Schaut euch das mal kurz so. Das war gerade der nächste Fund. Ich habe gemeint, das war nur Eisenscheiß, aber nein, es ist kein Eisenscheiß. Es ist einfach eine intakte Granate. Was ist wichtig? Was müsst ihr da, wenn ihr sowas findet? Geht es da weg von der Stelle? Geht es weit weg bitte? Haltet einen guten Abstand ein. Ich lasse jetzt mein Suchgerät jetzt einfach mal da stehen. Ruft bitte die Polizei an. Oder wenn ihr gleich die Nummer vom Bombenräumungskommando habt, ruft gleich das Bombenräumungskommando. Bitte klangt es nicht an, geht's weg. Wir haben ja schon Vorfälle gehabt, wir haben schon gehört, alle. Es gibt Situationen bei scharfer Munition, da hört einfach der Spaß ein Loch in, auf gut Deutsch und Bayerisch. Ja, geht's einfach davon weg. Ruft die Polizei. Ich sag's ja selber, ich bin jetzt gerade fertig, ich habe schon wieder eine gefunden. Es ist einfach scheiße, wenn du sowas findest. Ich kann es einfach gut auf gut Deutsch sagen, es ist einfach so. Es ist einfach. Sowas mag man einfach nicht finden. Sowas. Natürlich ist es in dem Hobby normal, dass du nach und nach Munition findest, nach und nach einmal scharfe Sachen findest. Aber ich muss immer bewusst sein, seid einfach vorsichtig bei dem Hobby. Ich mag jetzt nicht schon wieder Moralapostel spielen. Vor, glaube ich, 3 Wochen habe ich erst das letzte Video aufgeladen, wo ich schon wieder eine gefunden habe, scharfe Granaten. Und jetzt schon wieder eine, super. Ich rufe jetzt die Polizei an, ich habe das letzte Mal gelernt, die wollen nicht, dass ich das filme, deswegen habe ich das letzte Mal auch unterlassen. Einmal habe ich ein Video online aufgeladen, wo ich mit der Polizei unterwegs, also wo die Polizei dabei war, und dann habe ich eine intakte Panzergranate gefunden. Und ja, aber ich laber jetzt nicht voll. Ich bin einfach wie man erkennt, fertig mit der Welt. Ich rufe die Polizei an, die sollen kommen, sollen den Fund begutachten und sollen dann, es wird eh auf das auslaufen, das Bombenräumungskommando wird kommen, wie die letzten 2 Mal auch, und werden einfach das Ding in die Luft sprengen, weil es einfach gefährlich ist. Vielleicht darf ich es filmen, vielleicht darf ich es nicht filmen. Ich warte jetzt mal ab, was die sagen. Und dann gebe ich ein Status-Update. Genau. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg auf Straßführe, weil einfach Polizisten nicht hinterfinden, beziehungsweise nicht wissen, wo ich bin. Ja, ich habe es ja nicht zwar genau beschrieben, aber ich hole es jetzt mal vorne ab und dann gehen wir mal hinter und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. So Leute, ich habe jetzt mit der Polizei gesprochen. Die Polizei hat gesagt, sie würden sich freuen, wenn ich kein Video machen würde. Habe ich gesagt, ja natürlich, verstehe, mache ich natürlich kein Video. Mittlerweile, die Polizei weiß auch, wer ich bin. Die kennen meinen YouTube-Kanal und alles. Die haben auch das erste Video von mir übrigens schon gesehen gehabt. Das mit der Panzergranate, mit der intakten. Da hatte ich ja die Erlaubnis zu filmen. Da habe ich natürlich dann auch gefilmt gehabt, so halt, dass man die Gesichter nicht gesehen hat, weil sie das so wollten auch. Und das letzte Mal hat dann auch gepasst und dieses Mal eben darf ich leider nicht filmen, wie die Polizei dort war. Ich kann aber euch aber erzählen, wie das Ganze vonstatten abgelaufen ist. Es war eigentlich so, die sind gekommen, wieder total nette Polizisten. Also ich habe bislang ohne Witz jeden Gefahrenstoff, welchen ich gemeldet habe, hatte ich bis jetzt keinen nicht netten Polizisten. Die waren eigentlich alle immer zuvorkommend und nett und haben dann auch gefragt, so, wie es mir auch geht dabei. Es ist ja auch klar, wenn man sowas findet, ist man erstmal teilweise am Ende, weil es ist
mega gefährlich, sowas zu finden. Man kann explodieren, also man kann in die Luft gehen dabei. Und wie man auch schon des Öfteren gehört hat, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, vor, glaube ich, 3 Wochen war das so, da hat ein Junge, glaube ich, die Handgranate mit nach Hause genommen und hat es dann konserviert und dann hat es bumm gemacht. Also Leute, wenn ihr einen Gefahrenstoff findet, bitte lasst ihn an Ort und Stelle einfach liegen. Nehmt ihn nicht mit nach Hause, vor allem auch wenn es was Scharfes ist. Man nimmt nichts Scharfes, soll man nicht mit nach Hause. Das bleibt bitte da, wo es liegt. Da, wo ihr es gefunden habt, da lasst es liegen. Da läuft gerade ein Hase. Der muss sich jetzt ein bisschen schicken, dass ich ihn nicht erwische. Nee, Spaß. Der läuft schnell. Den erwische ich nicht. Genau. Aber wenn ihr einen Gefahrenstoff findet, lasst ihn an Ort und Stelle liegen. Ruft die Polizei, die kommen vorbei, schaut sich das Ganze an. Oder wenn ihr nicht gleich sogar das Bombenräumungskommando anruft. Ich habe es mir zwar angewohnt, dass ich immer die Polizei anrufe, obwohl ich von den anderen auch die Nummer habe. Ist einfach meines Erachtens, ja, weiß nicht, mache ich einfach so. Die sind dann gekommen, haben das Ganze angeschaut und haben dann gesagt, ja, wir rufen das Räumungskommando, die sind gekommen und haben dann alles großflächig abgesperrt und haben dann das ganze Teil oder werden das ganze Teil jetzt dann zeitnah in die Luft jagen. Ich wurde gebeten, bitte das zu verlassen, dann bin ich natürlich auch weggegangen, weil ich habe natürlich gefragt, ob ich das einmal filmen darf. Durfte ich nicht, hilft nicht. Vielleicht. Ich hoffe, dass ich einfach sowas nicht mehr finde. Dann ist das auch gegessen. Genau, die sprengen das jetzt in die Luft und ich mache mir jetzt auf den Weg nach Hause. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mir gerne über einen Daumen nach oben freuen. Gerne auch abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Sachen, wenn es kurze Eigenwerbung macht. Ansonsten wünsche ich euch jetzt allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund, euer Sonnlucke. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich nicht mehr ganz so explosiv wie beim diesem Mal. Und ja, wir sehen uns. Tschüss, tschüss.